Hallöchen Leute, willkommen zurück bei GTA Online. Ja genau, wir sind hier wieder am Start in einem Polizeiwagen, fahren wir gerade über diesen Hügel, wie ihr das wahrscheinlich auch gerade gesehen hat, habt. So, wir haben jetzt einen kleinen Teil verpasst, mit dem Panzer habe ich jetzt irgendwie nicht aufgenommen oder aufnehmen können, weil meine Box wieder nicht wollte. Jetzt scheint es aber wieder zu funktionieren und dann schauen wir mal, ne? Heiltraut raste wieder aus und jetzt schauen wir mal hier, wo sind die überhaupt da gerade? Ne, Heiltraut läuft amok, alles klar, dann fahren wir den doch mal um. Zack, so. Der lebt aber noch. Alter, der lebt noch. Hau den mal einer. Zack, lebt er? Ne, jetzt lebt er nicht mehr, alles klar, Let's Play Onkel hat wieder aufgeräumt. So muss das, so wollen wir das sehen und so haben wir das auch gesehen. Hallöchen Heiltraut. Ja, und wir sind wieder hier, immer noch in derselben Sitzung, wie ihr wahrscheinlich auch sehen könnt. Guten Tag, Tobi. Immer noch in derselben Sitzung. Und der Tobi möchte nicht einsteigen. Alles klar. Der möchte lieber laufen. Ja, kann man nicht verstehen, ne? ja, und wie gesagt, wir sind immer noch in derselben Sitzung. Und ich schaue jetzt mal, vielleicht können wir uns gerade mal ein Heli holen oder so, um da ein bisschen Spaß haben. Ich wollte mal vielleicht ein bisschen Polizeischießen machen. So ein bisschen so, weißt du, bing, 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 bung, 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 bung. Weißt du Bescheid? Dass wir dann ein bisschen aufräumen hier. Das können wir doch mal machen, oder? Werdet ihr dabei? Werdet ihr dabei? Werdet ihr bestimmt dabei, ne? Seid ihr bestimmt dabei? Ich bin dabei. Seid ihr auch dabei, ne? Alles gut. Wir sind alle bei. Alle dabei. Super. Hallo Tobi, wie geht's dir? Guten Tag. Ich denke mal, der Tobi möchte nicht mit. Das hat er mir ja auch gerade schon gut genug signalisiert. Und dann wollen wir mal die Raketen auswählen. Und dann wollen wir mal ein bisschen rumschießen, oder? Warte, gleich, gleich, gleich. Hallo, Leute. Oh, ja, das war die beste Kurve, die ich jemals geflogen bin. Wen haben wir denn hier? Ach, schönen guten Tag, Herr Gronk. Möchten Sie einsteigen? Ich hätte da noch ein Plätzchen frei für Sie. So, dann lande ich einmal hier mein Gefährt oder mein Geflügel. Und dann können wir gleich schön in die Lüfte steigen, falls sie das wollen. Ja, er möchte es, er ist jetzt eingestiegen. Und dann schauen wir mal hier auf der Karte, was hier so abgeht. Hier sind ganz viele rote Pünktchen überall. Ich weiß gar nicht mal, was hier los ist. Der Avenger kommt auch noch rein. Komm, Avenger. Ach, ist, glaube ich, voll, ne? Ja, Gronk sitzt neben mir. Und ja, wollen wir mal ein bisschen aufräumen. Vielleicht Mission 5 Sterne oder so kann man doch mal machen, oder? Schießen wir einfach mal so lange rum, wie wir überleben. Können wir doch mal tun. Ich bin mal gespannt, wie lange wir das aushalten werden. Und ich hoffe mal, dass der Gronk jetzt nicht irgendwie sich ins Höschen macht oder so. Kann ja sein, man weiß ja nicht. So, wen haben wir denn hier? Hier haben wir nur ein paar Autos, die rumfahren. Alles klar. So, da vorne haben wir noch ein paar. Können wir noch mal ein Raketchen abliefern. Zack. So, hinter uns sind... Ah, den haben wir sogar noch getroffen. Den auch noch. Hallöchen. Guten Tag. Wer hat noch nicht? Will mir noch mal heiß und fettig Raketchen am Start. Hier haben wir noch ein paar Autos. Ja, jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie alle. Jetzt haben sie gehört, dass es hier was umsonst gibt. Und da kommen sie natürlich alle an, ne? Hier einmal noch... wer möchte noch mal? Da oben der Heli vielleicht. Der möchte gerade nicht. Den Polizeiwagen vielleicht. Hallöchen. Oh, verfehlt. Leicht verfehlt. Aber wie kann das denn sein? 3 Sterne haben wir schon. Vielleicht schaffen wir ja 5 Sterne. Kann ja sein, ne? Kann ja sein. Hallöchen. Zack. Oh, da haben wir ein bisschen zu spät geschossen. Den Heli wollen wir nicht abschießen. Und der Gronk ist, glaube ich, immer noch am Start. Ja, der ballert auch schön raus. So muss das. Hier muss man ja schön verteidigen. Alles klar. So, jetzt auf der Suche nach den nächsten Polizeiautos. Da haben wir noch ein paar. Wunderbar. Einfach wunderschön. So haben wir da vorne noch jemanden. Super. Zack. Einsame Spitze. Zack, da haben wir auch noch jemanden. So, jetzt geht das rund hier. 4 Sterne mittlerweile. Da haben wir den nächsten Polizeiwagen. Ja, super. Läuft auch einwandfrei. Läuft auch einwandfrei hier in unserem Fahrschulen-Helikopter. Da kann der Gronk sich mal anschauen, wie das ist, so Heli zu fliegen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich gut Heli fliegen kann, aber ich kann auf jeden Fall den Heli schon ein bisschen lenken, denke ich mal. Und vielleicht kann der Gronk sich ja dabei was abschauen. Oh, sorry. Das wollte ich nicht. So, da vorne haben wir noch jemanden. Guten Tag. Oh, leider nicht getroffen. Warum auch immer. Die Raketen wollen gerade nicht so. Da vorne haben wir noch jemanden. Hallöchen. Wieso treffen die alle nicht die Raketen? Der muss aber treffen. Zack, jawohl. Und wieder trifft. Da vorne ist übrigens ein
ein Cargobob. Hallöchen, Cargobob. Den wollen wir natürlich jetzt nicht töten, nicht abschießen oder so. Müssen wir jetzt aufpassen. Nicht, dass wir gleich wieder als Depp der Nation gelten, ne? So, hier haben wir noch einen FBI-Wagen. Guten Tag. FIB, nicht FBI, so. Oder SWAT, glaube ich. Keine Ahnung. Guten Tag, Heli. Du möchtest noch nicht sterben? Nee, da möchte erstmal der andere Polizeiwagen sterben. Alles klar. Upsala. Ups, aufpassen. Jetzt bloß nicht umfahren hier. 4 Sterne. Jetzt gleich müssten wir eigentlich... Ich weiß ja nicht, wie lange das noch dauert. So, da haben wir noch einen Polizisten gehabt. Und da haben wir auch noch einen Polizisten. Müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen hier mit dem Cargobob. Das stimmt. Ja, wir lassen es uns gut gehen und spielen ein bisschen rum hier mit den Raketchen, ne? Wir haben ja unendlich... Bei dem Buzzard ist das ja was ganz Normales. Unendliche Raketen. So, da... Und wir haben 5 Sterne erreicht. Das ist der Wahnsinn, Leute. Schaut mal, rechts oben. Ich glaube, das ist echt Highlight der Folge heute. 5 Sterne. So sieht's aus. So sieht's aus. Zack, da haben wir auch noch ein paar Autos, die wir schrotten können. Ja, wunderbar. So muss das. Da haben wir auch noch ein Autochen. So ist das doch schön. So wollen wir das sehen, so wollen das alle sehen. Da haben wir auch noch eine FIB. Ja, wunderbar, es ist. Gewinne, 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 meine Damen und Herren. Gewinne, gewinne, gewinne. Hier geht die Party ab. Die Polizeiautos stehen Schlange. Da vorne haben wir auch noch jemanden. Super. Guten Tag. Und da auch guten Tag. Also, wie lange halten wir denn hier durch? 5 Sterne schon echt. Ja. Vielleicht hätte ich das nicht sagen sollen mit den. Wie lange halten wir schon durch? Das war vielleicht keine gute Idee. Du hast so wenig Geld, um dein Apartment eben kosten zu bezahlen. Das ist mir scheißegal. Ich habe die 5 Sterne geschafft. Das ist super. So, einmal noch hier gut beim guten Grund hier einmal melden, ne? So, einmal zack. Alles klar, er meldet sich zurück. So, und nu? Ich habe da vorne einen Cargobob gesehen. Der Mechaniker ruft an. Alter, die Polizeiwagen, Alter. Hey, if you ever need one of your rides, remember to call, okay? Ach, jetzt will er, dass wir ihn anrufen. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir rufen ihn jetzt an. Pass mal auf. Pass mal auf. Ich bin mal gespannt, was er jetzt sagt. Oder ob er überhaupt rangeht. Der geht nicht ran. Der geht nicht ran, Leute. Weißt du, er ruft mich gerade an. Wenn du mein Auto brauchst, kannst du ruhig anrufen. Aber ich gehe nicht ran. Ja, toller Mechaniker. Ach, guck mal, ein Cargobob. Da wollen wir doch mit einsteigen. Rein da. Oh. Oh. Ja, Cargobob ist Geschichte, glaube ich. Der hintere Propeller ist jetzt ab. Ich glaube, das war nicht so die Absicht, oder? Scheiße. Scheiße, 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 Trick. Avenger. Guten Tag, Avenger. Ja, ich glaube, mit dem Ding können wir ja nicht mehr abheben. Ich glaube, da kannst du vergessen. Das kannst du eindeutig vergessen. Nunu? Wollen wir gleich mal hier aussteigen, oder? Also, ich weiß nicht, ob das mit dem Ding noch geht. Scheint aber nicht so. Wie soll das auch funktionieren? Wie soll das auch funktionieren, bitte? Hinten ist, der Teil wiegt ja auch mal ein bisschen. Ne, wir kommen nicht hoch, glaube ich, ne? Wir kommen... Ach, da steht ein Panzer. Hallöchen, Panzer. Und da fliegt ein Jet. Ja, hier ist wieder alles super. 2 Sterne haben wir jetzt wieder... Es ist einfach einsame Spitze. Das ist der Wahnsinn. Ich freue mich immer wieder aufs Neue, wenn wir Sterne haben. Das ist einfach so toll. Und ja, ich denke mal, wir können auch mal langsam wieder aussteigen. Weil das hat keinen Sinn mehr, in dem Cargobob zu sitzen. Aua, ich bin gleich eh tot, glaube ich. Uiuiuiui. Uiuiui. Alter, was da explodiert? Das. Oh. Ja, so viel dazu gleich. Ich bin jetzt tot. Jetzt. Jetzt. So, ich möchte einmal respawnen. Dankeschön. Du bist tot. Das sagt man mir auch nochmal, damit ich mir auch ganz sicher gehen kann, dass ich tot bin. Damit das auch nicht nur irgendwie eine Lüge ist oder so. Damit ich mir ganz sicher kann, sagt man mir das auch nochmal, dass ich tot bin. Das ist wunderschön. So, da vorne steht ein kaputter Zug. Da rennt die Panoria. Hallo, Panoria. Guten Tag. Avenger? Oh, nee. Ich dachte schon, der Avenger hätte den Panoria gekillt. Aber nein, die Panoria ist einfach gestorben aus irgendeinem Grund. Und ich kann aus irgendeinem Grund nicht in das Auto einsteigen. Warum auch immer. Hallo, Heli. 616-Player. Hallöchen. Hallöchen.
So, ich nehme mal kurz das Auto hier. Lass mich. Wieso rennen die eigentlich hier immer in der Wüste mit nacktem Oberkörper rum? Boah, der war der beste Sprung ever. Oh Mann, ey. Ist ja peinlich. Ist ja echt peinlich. So, da ist ein Cargo Bob, ein neuer. Und ich habe das Gefühl, die fliegen jetzt wieder Richtung Dingens, weißt du? Wir hatten ja vorhin diese komischen Kipplaster. Und ich habe das Gefühl, dass sie da jetzt wieder hinfliegen werden. Und da bin ich mal gespannt, ne? So, einmal bitte abheben. Hallöchen, 616 Player. So, und dann wollen wir mal schauen. Ich denke schon, weil doch, da vorne fliegen sie hin, aber die fliegen auf jeden Fall zu den Kipplastern. Ich hoffe mal, die spawnen jetzt wieder. Ich hoffe mal, die spawnen. Ich will es mal hoffen, ne? Da vorne fliegt ein Flugzeug auch noch rum und hier vorne spawnen gerade keine. Und was ist hier? Wo fliegen die hin? Wo wollen die hin, Alter? Was machen die da? Achso, die haben bestimmt gesehen, dass da keiner spawnt und dass die da jetzt, dass die jetzt eben eine Kurve machen und dann wieder neu hinfliegen. Das kann natürlich sein, ne? Und hier spawnt aber gerade nichts. Da vorne haben wir einen, jawohl. Super, super, das wollten wir sehen, das wollten wir sehen. So, einmal zack. Warte mal, ich glaube, die gehen da vorne runter. Da vorne ist bestimmt auch einer gespawnt. Ne? Weil das hat ja keinen Sinn, wenn wir dann jetzt in den hier einsteigen. Das bringt ja nichts. So, dann wollen wir mal darüber fliegen. Wie sie alle hier ankommen direkt. Und? Jawohl! Direkt zwei Stück. Wunderbar. Das ist ja der Wahnsinn. Ja geil, jetzt können wir den auch anheben. Ich bin mal gespannt, ob wir da irgendwie drauf kommen oder so. Können wir da hochklettern eigentlich? Hier hochspringen? Jawohl, das geht sogar. Oh, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Super. Na komm. Geh da hoch. Alter, was für Reifen der Teil hat. Guck mal, die sind fast... Okay, nicht doppelt, aber... Die sind auf jeden Fall anderthalb so groß wie ich. Anderthalb so groß, kann man das sagen? Aua, ich war schon drauf. Nein! Wartet doch. Ach, Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Ah, danke, der ist wieder ausgestiegen. Dankeschön. Danke dir, Rough Size. Kannst auch gerne wieder mit einsteigen, falls du willst. So, einmal bitte anschnallen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind jetzt Richtung Laster unterwegs und da oben ist er auch schon. Meinst du, wir können uns da irgendwie draufwerfen lassen? Was war das denn? Wir sollen das Ding mal wieder abplatzen, damit wir uns da draufstellen können. Oh, tschüss. Ich glaube, der 616 Player hatte vor, auf dem Teil zu landen. Kann das sein? Nee. Ich glaube, dann wäre er nicht so früh abgesprungen. Oh, da vorne ist ein Titan. Hallöchen. Boah, wie schnell man mit dem Teil fliegen kann. Was macht der da? Alter. Ach, der hat das Ding abgeworfen. Ach, so. Boah, wie das Ding da rumhüpft. Was ein Truck. Was ein Truck. Ja, yeah, Mann. Voll Breakdance macht er gerade. Wunderschöner Wurf. Einfach ein wunderschöner Wurf. So, ich würde jetzt gerne da drauf. Aber es geht ja schlecht, wenn der Titan, wenn der Cargo Bob versucht, das Ding anzuheben, ne? Es geht ja schlecht dann. Da vorne kommt auch wieder ein Panzer an. Jetzt bitte nicht auf den Cargo Bob schießen. Das wäre echt schade. Aber jetzt gucken wir uns das Ganze erstmal aus der Nähe, aus der Weite an, aus der Ferne so. Und dann können wir ja gleich mal schauen, ob wir eben wieder da dran kommen oder drauf. Schönes Teil, schönes Teil. Aber hier seht ihr mal, was ich meine. Guck mal, der Cargo Bob ist halb so groß wie der fette Truck und der kann den locker heben, weißt du? Oh, aufpassen, Leute, aufpassen. Das finde ich halt ein bisschen unlogisch. Aber was will man machen, ne? Ich habe jetzt nichts dagegen, also ist jetzt nicht so schlimm. So, setzt das Ding jetzt wieder ab, dass wir da, alles klar, jetzt können wir vielleicht nochmal versuchen. Dann landen wir mal kurz. Ach, guck mal, der 616-Player stellt das Auto vor. Ja, geil. Dann können wir da drauf. Geil. Gute Idee. Sehr, sehr gute Idee. So, einmal hier. Zack.
Einmal hier, zack, und dann einmal hopsa, da drauf. Ups, jawohl, da sind wir. Guten Tag und willkommen hier im Bällchenbad vom Kipplaster. Oh Mann, ich bin mal gespannt, wie lange wir hier drauf stehen können. Das weiß ich halt nicht, ne? Das würde ich mal gern wissen. So, Avenger kommt auch noch hier. Ja, Wunder, ey, ist das ein Traum. Playmassive kommt auch noch. Ja, super. Jetzt kommen wir alle drauf. Ja, nice. Guckt euch das an, wie wir alle stehen. Und der Avenger ist übrigens in der Crew. Habe ich gerade noch gar nicht mitgekriegt. Herzlich willkommen, Avenger. Alles für den Dackel, alles für die Crew. Weiß Bescheid. So, und jetzt bitte einmal anheben hier oder was. Hallöchen, Walle. Guten Tag. So, das ist ein bisschen schief gerade. Das war gerade ein bisschen schief, wo er uns da angekoppelt hat. So, wollen nicht noch ein paar mehr drauf? Da vorne sind die Alchemisten fehlen noch. Kommt schon, Alchemisten. Ach, da sind sie ja schon. Let's Play Onkel ist auch da. Super. Alter, wie viele hier stehen. Fast der ganze Server. Oh, oh. Jetzt wird's lustig. Nein, wieso lässt er denn immer los? Ach, der Sarazar ist, glaube ich, runtergefallen, ne? Stimmt. Der muss natürlich auch mit drauf. Der Avenger muss auch noch mit drauf. Na komm. Ja, ja. Oh, oh. Wir sind dran. Wir schweben. Jawohl. Leute, wir sind in der Luft und wir stehen auch noch drauf. Wie geil. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass man direkt runterfliegt, aber irgendwie... Ah! Ja, so viel dazu. Aua. Oh Gott. Ich habe die Alchemisten erledigt. WTF? Was? Wieso das denn? Weißt du, da sagt man doch, ich dachte, da fällt man einfach runter und dann lässt er uns los, die Sau. Kann doch nur wieder die Heiltraut den Cargo absteuern, das kann doch nicht anders. So, war cool, ich will nochmal. Ich will nochmal. Ich würde gerne nochmal auf den Truck drauf wollen. So, warte, ich habe gerade... Können wir mal vielleicht hier vorne irgendwo? Ist ja auch mal cool, ne? Ich verstehe auch nicht, warum man die Leiter nicht hochkommt. Vielleicht hier nochmal versuchen? Das können wir ja vielleicht nochmal versuchen. Ja, der Paladin kommt drauf. Ich will da auch drauf. Mensch, komm schon. Sonst vielleicht erstmal nochmal von hinten versuchen. Also nicht das, was ihr jetzt wieder denkt, ihr Ferkel. So, einmal bitte drauf hier. Heiltraut hat Playmassive erledigt. Ach so, das ist ja interessant. Das ist ja echt interessant. So, der 616-Player grüßt mich gerade. Oder grüßt uns alle eigentlich. Schöne Grüße zurück, Herr 616-Player. Was macht denn der andere Truck? Was will denn der? Wo ist denn der Cargo-Bob hin? Wieso ist er weg? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Aber nur ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. So, au, au, au. Sorry. Es war nicht gewollt. Upsala. Einmal hier hoch, zack. Ach, guck mal, jetzt kommen wir hier drauf. Geil. Ach, wie nice. Guck mal, jetzt können wir uns hier vorstellen. Ob das hält? Da bin ich ja mal gespannt. Meinst du, ob das wieder da dran sitzt? Machst du fein, das machst du super. Das machst du echt toll. Muss ich schon sagen. Also, Kompliment. Für einen, der das Ding noch nie gefahren ist, kannst du das schon echt super. Jetzt machen wir hier Hubmarathon oder was? Wie das aussieht, so. Ich hupe. Jawohl, gibt alles. So, da kommt der Cargo-Bomb auch, glaube ich, wieder an, wie ich es höre jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange wir hier stehen können. Oder uns in dieser Deckung halten können. Eigentlich müsste das ja nicht so gut funktionieren, oder? Aber man weiß ja nicht, ne? Man weiß ja nicht. Vielleicht funktioniert das besser als gedacht. Oh, hinstellen. Bitte so stehen bleiben einmal. Zack, da sind wir dran. Wir sind immer noch an der Deckung. Oh, oh. Nein, ich will nicht runterfallen. Ich laufe einfach dagegen jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Immer noch drauf, wie das aussieht. Nein! Yeah, wir leben noch. Nein, der Reifen. Aua. Okay, der hat mir aber keinen Schaden abgezogen. Wie geil. Alter, wie geil sah das denn bitte aus? Oh Mann, ey. Ich will nochmal. Nein, warte. Och Mann. Warte doch auf mich. Wo fliegen die hin? Oh, wer ist denn da jetzt noch runtergefallen? Zack. Platsch. Rough Styles war das. Ach so. Interessant. So, warte mal. Da vorne wurde wieder abgesetzt. Einmal bitte dahin. Zack, zack.
Rucki-Tucki. So, warte, können wir vielleicht mal eben auf den Titan aufsteigen, oder? Titan. Ich mal mit meinem Titan. Cargo-Bob. So. Warte, ich möchte auch noch drauf. Oder rein. So. Jetzt sind wir im Cargo-Bob. Jetzt können wir das Ganze auch mal aus der Sicht sehen. Jetzt haben wir fast jede Sicht schon gehabt. Einmal vom Weiten weg mit dem Heli, dann obendrauf, dann beim Gronk vom Fahrerhaus und jetzt aus dem Cargo-Bob. Also hier ist gerade alles mit dabei. So, und jetzt ist die Heilshaus gerade dabei, diesen fetten Truck wieder einzusammeln. Zack. Und ciao. So, jetzt bin ich einmal gespannt, wo er hin will, ne? Oh, nee, er lässt ihn einfach fallen. Der arme Avenger. Der arme Avenger. Mann, Mann, Mann. Upsa. So, auf ein neues. Der Panzer schaut sich das Ganze noch ruhig an. Ich will mal hoffen, dass er uns nicht abschießt oder so. Aber ich denke mal, der Dawid ist ein guter, das macht er nicht. Das traue ich ihm einfach mal zu, dass er das nicht macht. Zack. So. Ja, und nu? Jetzt sind wir hier und fliegen. Fliegen gen Horizont. Mit unserem fetten Truck, der locker gehoben werden kann von dem Cargo-Bob. Das ist normal. Das klappt. Oh, was war das? Panzer. Du, du, du. Das macht man aber nicht. So, und jetzt fliegen wir hier in Richtung Windpark. Na dann. Will der uns in so ein Ding reinwerfen, oder was? Oh. Wir qualmen auch schon ganz gut, also ich weiß jetzt nicht, wie lange der Cargo-Bob noch aushält. Aber das werden wir dann sehen. Wer ist denn das in dem Heli hier? Regi, hallöchen. Guten Tag. Fliegen mit anderen Spielern, 200 RP. Ja, das kennen wir ja langsam, ne? Also das haben wir ja jetzt schon oft genug gehabt. Ja, und du, ich habe das Gefühl, dass wir in die Richtung Stadt fliegen. Also zumindest so, wie er jetzt gerade gedreht hat. Fliegen wir jetzt gerade in Richtung Stadt eigentlich. Sieht schon geil aus, also kann man nichts anderes sagen. Das ist schon echt nice. Wir haben auch echt viel Challenge bis jetzt hingekriegt in dieser Aufnahme, ne? Das hat eigentlich richtig gut geklappt. Auch mit dem Jets eher weniger, aber das war ja meine Schuld. Ich weiß, ich bin das Böse. So, und da vorne ist gerade die Rieche rausgesprungen. Ich glaube, die wollte hier auf den Teil landen. Hat leider nicht ganz so gut funktioniert, aber sie hat es immerhin probiert, ne? Und da vorne flog sie gerade, glaube ich, mit dem Fallschirm. Und wir sind gerade über den Vinewood Hills. Das ist ein wunderschöner Anblick hier, auch wieder mit dem Sonnenuntergang. Das müsste der Untergang sein, ja. Also der Sonnenuntergang, nicht der Untergang von irgendwas anderen, ne? Boah, ich bin gerade ein bisschen, meine Nase ist gerade ein bisschen zu. Pirscht sich da etwa eine Erkältung an? Ich weiß es ja nicht. Ich will mal nicht hoffen, ne? So. Wir sind gerade echt hoch mit dem Teil, ne? Wir sind richtig hoch. Und jetzt fliegen wir Richtung Maze Bank Tower. Glaube ich jetzt einfach mal. Und ja. Lassen uns fallen. Oder die Heiltraut lässt uns. Also den Gronk fallen, nicht uns. Ich sitze ja im Cargo-Bob drin. Genau. So, gleich sind wir da. Aber ich denke, dass sie echt zum Maze Bank Tower wollen. Sieht zumindest bis jetzt so aus. So, wen haben wir da vorne? Da vorne sind noch die anderen. Die wissen jetzt auch nicht so. Haben wir, glaube ich, kaum. Ist der Sarazar eigentlich an Bord? Ja, der ist voll. Alter! Das Ding geht einfach fliegen. Wie das aussieht. Ich will sehen. Nein! Jetzt verschwindet das. Alter, das ist da oben gegengekracht. Wie geil! Boah, das hat sich bestimmt übelst gedreht, der Truck. Der Truck hat sich bestimmt übelst gedreht. Wo ist denn der jetzt? Ach, da vorne, guck mal. Wie krass sah das bitte aus? Wie krass sah das bitte aus? Nochmal, nochmal bitte. Nochmal bitte. Lebt Gronk noch, ja, ne? Der sitzt doch da drin, ne? Der lässt sich gut gehen, ne? Ja. So, einmal bitte anheben. Einmal bitte anheben.
Ja, super machst du das. Das ist der Wahnsinn. Und? Bisschen nach vorne. Und der Sarazza ist rausgesprungen. Oh. Hammer Sarazza. So, einmal. Was macht er denn da? Was war denn war da los jetzt mit dem Reifen? So, ich glaube, die wollen jetzt hier hoch, ne? Ja, sieht gut aus. Hält das der Ding überhaupt noch aus? Ich will mal hoffen. Also bis jetzt hat er ja noch keine Ausfälle. Bin ich mal echt gespannt, ob wir das ob wir das mal nach langer, langer Zeit endlich mal eine Challenge abschließen sollten. Mit dem Boot haben wir ja auch fast abgeschlossen, aber da ist der Cargo-Bob ja drauf gegangen. Und das könnte hier durchaus auch passieren, wenn er jetzt hier zu nah ans Gebäude ranfliegt. Heiltraut! Oh, Heli aufpassen! So. Und du? Einmal bitte rüber. Oder geradeaus. Och nö, Heideltraut. Ja, aber ich denke, damit kann man am besten die Folge beenden. Ich verabschiede mich für diese Folge. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es hat wieder nicht funktioniert. Wer hat's auch andere, was hat, haben wir auch anders erwartet eigentlich? Naja, ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge dann auch wieder dabei, wenn es wieder heißt GTA Online. Haut rein, Leute, und bis denne. Ciao. Ja, Freunde, was will man mehr, ne? Wir haben 5 Sterne erreicht, sind dann mit dem Cargo-Bob und dem Truck Richtung Maze Bank Tower geflogen und haben dann erstmal schön verkackt. So will man das doch machen, oder? Und ich bin mal gespannt, ob wir dann in der nächsten Folge das nochmal versuchen werden. Wir werden es sehen. Dann melde ich mich dann in der nächsten Folge einfach wieder, wenn es wieder heißt GTA Online. Haut rein, Leute, einen schönen Tag noch und bis denn. Hau ja!